Alle Jahre wieder kommt sie, die Gamescom. Und alle Jahre wieder mache ich ein Video dazu. Dieses Jahr möchte ich allerdings keinen gewöhnlichen Convlog machen und auch keinen ausführlichen Bericht, sondern eine kleine und schnelle Zusammenfassung, was ich auf meinem Con-Besuch erlebt habe und welche Erfahrungen ich zu welchen Titeln gemacht habe. Hier möchte ich mich nochmal kurz entschuldigen, dass letzte Woche wieder mal nichts kam, aber aufgrund eines persönlichen Ereignisses fand ich für nichts Motivation, weder für YouTube noch für sonst etwas. Das wollte ich nur gesagt haben, also lass uns mit dem Video beginnen. Ja, es ist soweit, es ist Donnerstag und ihr seht schon hinter mir, es ist die Gamescom. Jetzt bin auch ich offiziell hier gelandet, werde natürlich wie jedes Jahr berichten. Das kommende Jahr und der Rest dieses Jahres versprechen uns ja einige gute Titel. Und auf einen habe ich ein besonderes Augenmerk gelegt und das ist Kingdom Hearts 3. Das ist auch das so ziemlich allererste, was ich wahrscheinlich besuchen werde. Aber lange Rede und kurzer Sinn, ich bin auf der Gamescom. Kommt für euch mit, lasst das Intro rollen und dann sehen wir uns von drinnen. Wie jedes Jahr bot die Gamescom ein riesiges Angebot an Unterhaltung. Von den alljährlichen Cosplayern, von denen, wie ich finde, dieses Jahr relativ wenige im Vergleich der letzten Jahre da waren, über anspielbare Game-Titel und Bühnenshows bis hin zu den typischen Merch-Einkaufsbummel. Natürlich gehe ich nicht mit neutraler Meinung in die Gamescom, sondern habe bereits ein oder zwei Vorlieben, die ich sehen wollte. Und dazu möchte ich auch zuerst kommen. Wer mich kennt, der weiß natürlich, was meine erste Priorität war. Am meisten interessierte mich natürlich der Titel Kingdom Hearts. Und wenn es dieses Jahr einen Titel gibt, mit dem Square Enix groß aufgetreten ist, dann war das wohl Tomb Raider und natürlich das heiß erwartete Game Kingdom Hearts. Als eingefleischter Fan habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, diesen Titel einmal anzuzocken. Zwar war angekündigt, dass es keine Schlange gibt und es einen offenen Bereich gibt, so muss man sagen, entspricht das aber nicht ganz der Wahrheit. Durch die großen Massen musste auch bei Kingdom Hearts eine Schlange gebildet werden. Wenn man denn nun dran war, konnte man entweder auf der Xbox oder der PlayStation spielen und hatte die Wahl, welche Welt man spielen will. Zur Auswahl standen Toy Story und Hercules, welche jeweils einen bestimmten Game-Abschnitt boten, den man problemlos durchspielen konnte. Danach hatte man die Möglichkeit, Fotos zu machen. Mein Fazit, wie das Spiel war, das bekommt ihr jetzt. Jetzt war ich auf dem Kingdom Hearts Stand. Mein Fazit, man sieht nicht so viel von der Story, außer im Toy Story Bereich. Ja, hattet am Anfang ja die Wahl, wollt ihr Arena des Olymps oder wollt ihr lieber Toy Story machen? Ich muss sagen, Steuerung super, Grafikstil sieht auch super. Es macht auch mega Laune und es hat einen super Humor. Story erfährt man ja jetzt nicht so viel, aber das Ganze macht ziemlich Laune auf mehr. Ich kann es bis jetzt nur empfehlen und ich würde sagen, wir schauen uns da mal ein bisschen weiter um. Des Weiteren habe ich zwei Beat'em Up gespielt, und zwar zum einen das Game Dead or Alive und das Game Soul Calibur. Eigentlich bin ich generell kein Fan dieses Genres und habe Dead or Alive nur wegen eines Kollegen gezockt und Soul Calibur, weil dort als Gastcharakter Geralt von Riva enthalten ist, was für mich als Witcher 3 Fan ein ziemlicher Pluspunkt ist. Im Fazit war ich von Dead or Alive nicht so begeistert. Ich fand, es fühlte sich an wie die meisten ihres Genres. Und auch das Tempo der Charaktere wirkte etwas zu langsam. Dafür muss ich sagen, gefiel mir aber der Stil des Spiels. Kaufen werde ich es persönlich dennoch nicht. Anders sieht es da schon mit Soul Calibur aus. Tatsächlich hat mir dieses Spiel ziemlich Freude gemacht. Und das, obwohl ich, wie gesagt, kein großer Freund dieses Genre bin. Es ist sehr dynamisch und in seinen Angriffen vielseitig. Außerdem fand ich die Grafik ziemlich gut und gerade Geralt fand ich super zum Kämpfen. Und selbst ich als Noob in diesem Bereich konnte einige Siege erringen. Es ist also eine Empfehlung wert. Ein weiterer Titel, den ich gespielt habe, war das neue Sonic Races, zu dem ich aber nicht mehr sagen kann, als dass es sich ähnlich anfühlt wie Mario Kart, nur mit sperrigerer Steuerung. Wobei es doch einige Unterschiede gibt.
Im Gegensatz zu Mario Kart spielt man hier nicht jeder gegen jeden, sondern in Teams. Außerdem muss man gelegentlich Ringe einsammeln, die man aber auch verlieren kann. Wichtig ist, denke ich, aber zu erwähnen, dass ich zuvor keines seiner Vorgänger gespielt habe, deswegen auch der Vergleich mit Mario. Die sperrige Steuerung bietet mir hier aber zumindest einen Vorteil, und zwar, dass ich nicht so schnell die Kontrolle verliere. Leider durfte ich hier kein Gameplay-Material mit aufzeichnen, weswegen ich mich hier auf Material von YouTube stütze. Als letztes habe ich selber noch Devil May Cry 5 am Abend des letzten Tages gespielt. Und muss sagen, es ist grafisch und steuerungsmäßig ein super Spiel und macht auch viel Spaß. Auch der Stil ist wieder unglaublich gut getroffen. Das einzige Manko, was ich sagen muss, ist, dass ich Dantes Laufanimation irgendwie unnatürlich fand bzw. weird fand. Ich weiß, dass Dante gerne mal mit dem Kopf durch die Wand geht, aber das sieht so aus, als hätte das jemand zu wörtlich genommen. Das war's vom Gamescom Donnerstag. Wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Dann geht's natürlich weiter. Dann gucken wir uns noch ein paar Spiele an. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich bis zum nächsten Tag. Haut raus! Natürlich ist hier jetzt keine Reihenfolge mehr, wann ich was gespielt habe. Um die Chronologie wieder einzubringen, so habe ich Kingdom Hearts und Soul Calibur am Donnerstag gespielt und den Rest am Freitag. Und hier möchte ich den ersten Tag beenden und zum zweiten übergehen, beziehungsweise zum zweiten Erzählungsteil. Am zweiten Tag habe ich zwar auch gespielt, aber da ich die Spiele hier schon abgehandelt habe, hier was ich sonst noch getan habe. Am Anfang des Tages war ich eine ganze Zeit lang bei der Nintendo-Bühnenshow. Dort habe ich mir auch Splatoon angeguckt, was ich aber wieder nicht aufzeichnen durfte. Mehr als gucken habe ich hier aber ohnehin nicht getan. Mein Fokus an diesem Tag lag aber auf den Bildern. Deswegen möchte ich hier einmal die Fotos der Cosplayer einblenden und mich bei allen bedanken, dessen Fotos ich verwenden durfte. Und ich melde mich zurück vom zweiten Gamescom-Tag. Wir sind schon ein bisschen unterwegs. Inzwischen ist es auch wieder warm geworden, nachdem es heute Morgen etwas frisch war. Und wir haben gerade wieder die Hölle, dass es einfach viel zu voll ist. Wir sind gerade auch nochmal durch die Merch-Halle gegangen. Das werde ich euch jetzt gleich auch nochmal zeigen. Aber ich werde erst abends aufnehmen, weil du kannst dich da drinnen kaum bewegen. Und da macht es jetzt keinen großen Sinn, zu versuchen zu filmen. Stattdessen gucken wir einfach noch mal ein bisschen über die Con. Abschluss hatte ich noch die Merch-Halle besucht, mir aber dort nichts gekauft, da der einzige Artikel, den ich wollte, nicht zu einem annehmbaren Preis vertretbar war. Dabei handelt es sich um eine Wolfsschulkette aus dem Spiel The Witcher 3. Da es aber natürlich trotzdem eine Menge coolen Merch gegeben hat, wollte ich euch hier einmal ein bisschen davon zeigen. Ach ja, einen Fun Fact habe ich doch noch. Ich bin ja in den letzten beiden Jahren noch einmal die Geschichte der Gamescom mitsamt ihrer Besucherstatistik durchgegangen. Das habe ich dieses Mal ausgelassen, doch ganz ignorieren will ich das nicht. Deswegen hier mal die Besucherzahl von diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Denn letztes Jahr, also 2017, waren es 350.000 Besucher. Dieses Jahr erreichte die Gamescom sogar 370.000 Besucher. Also 20.000 Besucher mehr und das bei derselben Fläche. Und damit ist es auch schon vorbei. Die Gamescom ist zu Ende. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. War ein geiles Jahr, gab ziemlich viele coole Spiele.
hoffe auch mal, dass es nächstes Jahr wieder so cool wird. Bis jetzt habe ich da ja noch keinen Titel in Sicht, den mich wirklich begeistert. Aber vielleicht kommt da noch was. Ich verabschiede mich und haut raus, Leute. Bye!